Ich habe sehr, sehr, sehr viele Kunden. Ich hatte auch gestern sehr viele politische Kunden hier, die hier in dieser Stadt, so, wir haben eine Stadt, 560.000 Einwohner in dieser Stadt. Diese Stadt ist eine Optionskommune seit 2013. Es war die erste. Diese Stadt ist eine freie Stadt. Sie war schon immer frei. Die ist auch ziemlich legendär. Hier wurden nämlich die Frauen im 8. Jahrhundert ausgebildet, die dann zu Bingen gehörten, ja, zu dieser Äbtissin aus Bingen, die dann hier den ganzen Fürsten, die wir hier hatten, ja, das Ganze zugänglich, also die Frauen wurden zugänglich gemacht als Hofdamen und so weiter. So eine berühmte Stadt ist das hier. Aber hier ist nicht mehr viel los. Hier ist nicht mehr viel los. So, die Stadt Nemmern, die Stadt Essen ist eine offene Optionskommune, ja, gehört zum Land Nordrhein-Westfalen. Aber Düsseldorf, der Landesherr Armin Laschek, hat Herrn Kufen, den Chef hier, Oberbürgermeister, die Freikarte gegeben. Er darf jetzt hier machen, was er gedenkt zu machen. Und deswegen laufen hier so ein bisschen die Gesetze anders, obwohl Gesetze bleiben. Aber die Ausführung der Gesetze, man kann ja die Gesetze ausführen. Nach Landesrecht, Bundesrecht, EU-Recht. Es sind Gesetze, die man ausführen kann. Und die Ausführung eines Gesetzes kann ja jeder selber entscheiden, wenn er diese Entscheidung hat. Somit hat die EU ja auch entschieden, dieses Urheberrecht zu verschärfen. Wenn das jetzt die Wahrheit ist wegen dieser Gasgeschichte, ist das natürlich eine Geschichte, ja, die zu beweisen wäre. Und wenn die halt gedealt haben und dann dieses Gesetz verschärft, aus welchem einen Grund auch immer. Mal hört man, jetzt darf ich hier machen, was ich will. YouTube muss jetzt mit mir einen Vertrag machen, wenn ich vertraglich mit YouTube arbeiten möchte. Auf eine Art fände ich es toll, weil ich eine Firma bin, kann ich nämlich absetzen. Ne? Dann kann ich das nämlich steuerrechtlich absetzen. Merkt ihr, also wenn ich eine Firma bin und mit YouTube arbeite, bekomme ich von YouTube einen Vertrag. Mit diesem Vertrag kann sich ja herausstellen, ja, und somit kann ich als Firma mit YouTube als Firma zusammen was machen und somit habe ich steuerrechtlich wieder Vorteile. Auf eine Art kann man das wirtschaftlich abdecken, wenn man das mal so sieht. Ja, ja, wenn ich jetzt freier Künstler wäre, euch irgendwelche Geschichten erzähle und ihr findet die Geschichten super, wie die anderen, die da Geschichten erfinden und 1,9 Millionen Zuschauer haben, 1,9, die verfolgen mit Klingelchen und was weiß ich nicht alles, die euch da wunderschöne Narrenkappen da aufsetzen, kann an meinem Alter liegen, dass ich das jetzt so betrachte. Ich habe mir das, wie gesagt, so intensiv angeschaut. Ich habe auch so intensiv einige Sachen gemacht und auf das Echo gewartet und ich habe das Echo ja auch bekommen. Und somit konnte ich mir so einen Faden ziehen. Ich habe so einen roten Faden mir gezogen und habe den Leuten das gesagt, seht ihr, wenn ihr das so und so macht, dann passiert das. So. Analyse. Die Analyse, das World Wide Web wird durch welch einen Grund auch immer schräg und immer schräger. Das passt Sir Tim überhaupt nicht, wie mit seinem Werk umgegangen wird. Gut, er ist ein Wissenschaftler, er ist ein IT-Spezialist, er ist Professor, er weiß schon, mit Zahlen umzugehen. Er weiß auch, wie gesagt, einen elektronischen Fluss zu erzeugen, wo Daten fließen und hinkommen, gleiten, gebremst werden, ausgebremst werden, gelöscht werden. Also er kennt halt die elektronischen Zyklen, die da benötigt werden, um etwas auszuführen. Alles können wir nicht kennen. So, meiner einer ist Techniker, ich kann mit Sachen umgehen. Ich kann euch die Maus hier reparieren. Ich kann auch die Maus wieder zusammensetzen. Das ist mein Job. Ja, als Techniker. So, da habe ich aber gesagt, warum? Das lohnt sich nicht mehr. Man kann die für wenig Geld kaufen und deswegen wird sowas nicht mehr repariert. Ich kann auch eine Tastatur reparieren. Die ganzen, es lohnt sich ja auch nicht mehr, diese Tastatur zu reparieren, weil man die viel zu günstig erhält zum Beispiel. So, also denkt man um. Deswegen sind wir Daten, Datenschutz und so weiter und so fort. So, wir haben tagtäglich damit zu tun, wir haben also wie gesagt auch mit Fotos zu tun, wir haben mit internationalen Menschen zu tun. Manchmal versteht man kein Wort, aber man weiß schon, was sie möchten. Ja, wir haben hier internationale Menschen, wir leben mit internationalen Menschen. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind hier wie gesagt der Kohlenpott, der Ruhrpott.
gibt es alles nicht mehr, ist richtig. So, heute ist das eine Attraktion, Zeche Zollverein zum Beispiel ist eine Attraktion. Wir als Kinder haben dem Vater noch das Essen gebracht. Ja, wir durften uns in der Schule das nochmal ansehen, wie tief die da unten und wie warm das da unten. Wir haben auch die Wahrheit gesehen, wenn Menschen in einem Flöz von 30 Zentimetern da am Rumwerkeln waren und die Lore und das alles vor sich hergeschoben. Also wir haben die Wahrheit aus dem Jahr 1948 schon hautnah mitbekommen. So, wir schreiben aber heute 2019. Wir sind heute involviert, nicht alle. Wohlgemerkt, nicht alle. Ja? Es waren ja gerade mal insgesamt 200.000 auf der Straße. So, hier leben 560.000. Hier war keiner auf der Straße. Hier war keine Demo. Hier war gar nichts. Ich habe keinen gesehen, nirgendwo. Es rannte auch keiner rum. Es wurden hier auch keine Plakate gemacht dafür. Ich habe meine Kollegen angerufen, die... Nee, also hier war gar nichts. Und wir sind, wie gesagt, 560.000 Leute, die hier leben. Davon fast schon 65% Gäste, die wir halt nicht verstehen, aber halt Gäste sind. Optionale Kommune, eine optionale Verwaltung, alles optional, alles privatisiert, ja, ist alles privatisiert hier. Die Ämter werden privat, ist ausgesourced, so sagt man. Das Jugendamt hier ist ausgesourced, die sind nicht mehr in den Jugendamtgebäuden, sind mal arbeiten anders, ja. Ich muss es wissen, ich habe jeden Tag, wie gesagt, damit zu tun. Also ich habe internationale Gäste, ich habe internationale Kunden aus allen Sparten, aus allen Richtungen und aus allen Berufen. So ist das nun mal. Und wenn man das alles so erlebt, auch wenn man dann die Pässe sieht, die wir haben, wie die amerikanischen Pässe aussehen, wie die Amerikaner es gerne hätten, wie die Inder das gerne hätten, wie die Chinesen es gerne hätten, wie die Japaner es gerne hätten, wie die Bulgaren es gerne hätten. Also international, ich könnte jeden aufrufen. Ich habe hier schon alle gehabt. Ich habe also schon in Laramie was rüberschicken müssen, per Fax und so weiter. Ich habe halt auch schon andere korrespondierende Sachen hier gehabt. Solche korrespondierende Sachen müssen erstmal gesetzt werden, die müssen eruiert werden, da muss geguckt werden, ob er das Sinnbild dessen überhaupt verstanden hat. So, wenn man nämlich zum Beispiel arabische Sachen übersetzt, die ja ganz anders geschrieben werden, ja von rechts nach links und diese Feinbögen, ich hatte hier Iraner, Irakisch, Griechisch, ich habe so viele internationale Befreundungen gehabt, ich habe mit internationalen Menschen hautnah gearbeitet, dass das in den gesamten 40 Jahren so viel Spaß gemacht hat. Ob das weitere 40 Jahre, nehme ich an, dass das nicht klappen wird, weil es hat sich schwer verändert. Seit dem 2.1.2019 hat sich hier schwer was verändert. Aber November 2018 hat ja schon Sir Tim in Amerika und in Lissabon vor allen Dingen ein Manifest rausgehauen, wo er die GAFA, wie gesagt, angreifen will. Ja? In Amerika wird zum Beispiel Amazon angegriffen. Während ich hier spreche, verdient er richtig Geld. Richtig Geld. Amazon verdient richtig Geld. Warum auch nicht? Ich gebe ja zu, ich bin ja selber ein Amazon-Fan, weil ich kaufe nur bei Amazon ein, weil das für mich unheimlich bequem ist. Die Post kommt hier rein, gibt mir das und ich kann meinen Kunden das sofort geben. Ich finde es super toll. Manchmal geht es wirklich innerhalb von 24 Stunden. Weil sonst müsste ich nach Feierabend, nach knallharten 12 Stunden mein Auto oder demnächst den Esel, ne, die Grünen wollen ja, dass wir hier nur noch mit Esel durchgehen. Also, na komm, ich höre auch, also den ganzen Quatsch, den ich von morgens bis abends hier bei Facebook lese, in den sozialen Medien von oben bis unten. Meine lieben Freunde, wenn man sich diesem nicht zuwendet, kann auch sowas nicht entstehen. Wenn sowas nicht entsteht, dann gibt es auch sowas wieder nicht. Wir brauchen wirklich ein neues Word, weil ich stehe wirklich für die Foundation ein, For the Web, von Sir Tim Berners-Lee. Ich will hoffen, dass das im Mai wieder so ist. Ich schaue immer rüber, ich gucke immer nach, was da so ist. Ich übersetze mir das, ich höre mir das an. Im Moment, wie immer, Werbung, Werbung, Werbung für eine Sache, ob das eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist sie ziemlich kompliziert. Das ist Solid, S-O-L-D, Solid. Geht mal bei Google rein, schaut es euch an, geht mal intensiv da rein, klickt mal alles an, dann stellt ihr fest, es soll ein neues World Wide Web kommen.
Urheberrecht, wie gesagt, 50% der Weltbevölkerung weiß das überhaupt nicht. So, wir haben jetzt eine Totalverschärfung bekommen, die dann in 3 Jahren richtig greift. Kommt drauf an, ob es jetzt nochmal gekippt werden könnte hier in Deutschland. Keine Ahnung. Frau Merkel ist da resistent. Also Frau Merkel ist eine Wissenschaftlerin und so geht die auch damit um, wissenschaftlich betrachtet. Könnte ja sein, nicht wahr? Könnte sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage, das wäre jetzt das sogenannte Zitatenrecht von Shakespeare. Ja, da habe ich schon mal drauf hingewiesen, ich mache es jetzt zum allerletzten Mal. Achtet bitte darauf, was ihr möchtet. Möchtet ihr diese 30 Jahre, die ihr jetzt genossen habt, beendet sehen? Ihr habt jetzt 30 Jahre dieses World Wide Web angenommen. So, die Frage lautet jetzt, 100 Mbit, 200 Mbit, 400 Mbit, 5 Gig, ja, in eurem Smartphone, muss das alles sein? Muss dieses Smartphone so funktionieren? Ich habe gestern nochmal getestet, ich habe die allerneuesten Sachen getestet, die natürlich noch nicht funktional sind, weil ist klar, noch hat ja nicht jeder, auch Google hat noch nicht, Chrome hat noch nicht, ja, also die haben sich da noch nicht ihre Algorithmen geschrieben, haben sich da noch nicht eingebunden in diesen sogenannten Datenfluss. Und deswegen klappt das nicht. Also muss ich immer zurückgreifen auf Chrome 73 zum Beispiel, wo 60 Fehler ausging. Also da waren 60 Fehler drin, 60 Bugs. Ja. Die sind halt revidiert worden, die 60 Fehler sind halt beendet. Wollen wir hoffen, wie viele Fehler da noch sind. Bei Microsoft sind ja auch reichlich Fehler. Früher gab es Bücher darüber, Errorbücher, da konnte man nachlesen. Welchen Error haben wir denn da? Viele haben halt noch Win 75 oder Win 95. Ja, haben. Einige können auch mit Disketten. Dazu waren hier extra Geräte für angeschafft worden, beziehungsweise aus dem Lager geholt. Noch einmal, 40 Jahre analog-digitale Technik als Firma. Darin 30 Jahre online involviert. Zusätzlich 30 Jahre in der sogenannten Promotion. Ab 1999 noch einmal, also 1979 einmal da laufen wir eben als Darth Vader im 5. OG rum, in der Spielwarenabteilung und einmal 1999 macht er nochmal für den ersten Teil Promotion, Werbung, das war in Iserlohn. So, es liegt ja alles vor, alles was ich sage ist Wahrheit und nichts ist die Wahrheit, es liegt alles vor, Bilder liegen vor, die Dossiers liegen vor, die Verträge liegen vor. Und darum sage ich, wir müssen alles immer so verschiedentlich sehen. Bin ich ein Spaßvogel, dann ist mir alles egal. Bin ich eine Firma, wäre das nicht schlecht, wenn wir das dann mal mit YouTube unter Vertrag nehmen würden. Also wenn wir alle Verträge schließen, wäre das steuerrechtlich nicht schlecht, weil ich das dann dem Steuer angleichen kann. Die Buchhaltung könnte dann damit arbeiten. Man könnte eine Filmproduktion dann auch daraufhin abgleichen, weil man ja dann Verträge hat. Im Moment nennt sich halt ja alles Social Media. Alles Social Media. Obwohl Facebook auch kein Social Media ist, weil Facebook auch mich als Firma ständig fragt, hallo Firma, hast du Lust? Bezahl, 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 dann mache ich für dich das und das und das. Jeden Tag kommt ein Anruf, jeden Tag kommt eine E-Mail, jeden Tag wird gefragt, möchtest du nicht, möchtest du nicht, möchtest du nicht. Ich möchte nicht, weil ich dadurch kein Groschen, wenn ich das so sagen darf, mehr bekomme. Wie die Kanzlei WBS auch schon sagte, sie kriegen keinen Groschen mehr dadurch. Sie kriegen auch keinen Mandanten mehr dadurch. Aber was sie bekommen ist, dass sie wunderbar bezahlt werden. Ja, von Schrank TV zum Beispiel. Schrank TV wird wunderbar bezahlt. Mr. Wissen to go, der wird richtig gut bezahlt. Nerd over News, der wird richtig gut bezahlt. Junge Freiheit Verlag, ich sag das Wort Verlag, die werden richtig gut bezahlt. Lena vorgelesen, wird richtig gut bezahlt. Ja? Die Heimatliebe wird gut bezahlt. World Economic Forum wird gut bezahlt. Deutschland Buschfunk. Ja, Deutschland Buschfunk wird auch richtig gut bezahlt. Also es gibt da schon einige Stars und Sternchen, die kein Mensch kennt. YouTuber ist eine Welt für sich. Ich habe mich leider für YouTube nie so interessiert. Ich wusste auch gar nicht, dass jemand da was drunter schreibt. Bis das Ganze jetzt nochmal aufgewogen, also durch Sir Berners-Lee wurde das alles nochmal hoch. Dann sage ich, komm, gucke ich mir das doch mal an.
Ist klar, weil YouTube, wie gesagt, ist für mich jetzt interessant, wenn YouTube oder wenn ich jetzt mit YouTube einen Vertrag abschließen kann. Ich habe also einen Google-Vertrag, ich habe mit Google einen Vertrag, ich habe mit Amazon einen Vertrag als Firma. Mit Facebook habe ich noch keinen Vertrag geschlossen, weil das kostet alles horrendes Geld und ich muss überlegen, ich will ja online euch nichts verkaufen. Ich möchte euch online nichts verkaufen. Ich möchte mit euch hier noch analog arbeiten. Wie jetzt. Morgen! Copy. So, in den 40 Jahren waren so viele Jungspunde der damaligen Zeit, die in den 70er, 80er Jahren geboren wurden und dann durch ihre Informatik, die auch Spaß am Computer hatten, die hatten wirklich Spaß an dieser Sache, die dann IT und so weiter programmiert haben. YouTube ist nun mal von drei jugendlichen Youngstern sozusagen erstellt worden, auf den Markt gebracht und somit auch verkauft. Die haben also ihre Algorithmen, ihre Sache, ihre Idee, haben die verkauft. Ich habe sie nochmal rausgesucht, das ist nochmal Jared Karin, ist hier in Deutschland, 1979, im 1. Januar, Chad Hurley, Steve Chen, August 78, Chad Hurley, 24. Januar 1977, und so weiter. Also wie gesagt, ist ja halt verkauft worden, die drei. Also damals hat man das, also Google gab es da auch schon, AOL gab es und zwar, also vor 40 Jahren, wie alles so in der Entwicklung war, wo getestet wurde. Wenn man als Firma zugänglich ist, sieht die Sache anders aus. Ich bin bei vielen Firmen zugänglich, aber mit vielen Firmen zu tun, das kann ich natürlich nicht veröffentlichen, werde ich auch nicht veröffentlichen. Aber dadurch weiß ich ja ein bisschen was anderes, was ihr wisst. Ihr seht ja nur das, was ihr seht. Ihr seht YouTube, ihr seht einen Videoclip, ihr seht mich jetzt hier sprechend, nicht mögend, also ihr mögt mich nicht. Deswegen klatscht ihr mir das ja auch unten drunter, weil ihr so seid, wie ihr seid. Und das ist ja auch gewollt, um festzustellen, was läuft denn da ab? Brauchen wir das überhaupt noch? Brauchen wir dieses YouTube noch? Brauchen wir dieses Soziale noch? Wenn man das betriebstechnisch betrachtet als Firma, haben wir unsere Aufgabe erfüllt, wir haben alles eruiert, wir haben alles schriftlich, Potenzial ja, Potenzial nein. So, wir sind keine Politiker, wir sind auch nicht politisch, wir sind eine Fachfirma, die halt sich was denkt dabei, um da etwas auszuloten. So, an dem Tag, wo YouTube nur 10 Minuten uns gab, 10 Minuten mehr ging nicht, dann irgendwann konnten wir Verträge abschließen, dadurch dürfen wir länger. Ich bin ja auch unter Vertrag, deswegen darf ich auch länger. Ich kann stundenlang hier jetzt hier was machen. Aber wie gesagt, ich mache es nicht so, damit ich jetzt Zuschauer binde. Ich sage auch ständig nicht, bindet, nimmt die Glocke und was weiß ich. Weil ich halt am Analysieren bin. Ich schaue mir das Ganze an, möchte gerne wissen, was geht denn ab? Was passiert denn da? Weil hier sehr viel geholfen wird. So, wenn einer hier reinkommt und Hilfe braucht, dann muss man ja wissen, wie kann man ihm helfen, internetmäßig. Ja? Computer geht nicht, das Internet geht nicht, das Schreibprogramm geht nicht, ich bin kein Programmierer mehr, ja? Ich mache das alles nicht mehr. Die Zeiten, wo ich mit CorelDRAW mit links, mit rechts umgehen konnte und wunderbare Sachen, diese Zeiten sind vorbei. In der heutigen Zeit muss man das Internet gucken, wie das funktioniert mittlerweile. Man muss die einzelnen Programme mittlerweile, man muss ja auch Windows mittlerweile, Windows 10 zum Beispiel ist eine Krake, was man da alles aufräumen muss, wenn man eine Firma ist. Zu Hause kann man ja machen, was man möchte. Hier muss man gucken, welches Programm kauft man, welches Programm hätte der Kunde gerne. Ja? Man kann nicht hier wahllos Programme kaufen. Ja, man kann hier nicht wahllos Programme kaufen und gucken, ob die gut sind, wenn der Kunde damit gar nicht umgehen kann. Ja, wir müssen also Programme kaufen, wir müssen von diesen Programmen überzeugt sein, dass fast jeder Kunde damit umgehen kann. Was nicht möglich ist, fängt ja schon bei Win an. Win 10 zum Beispiel, oder jetzt hier der Canary, neue, oder ja, wie handelt man das Ganze? Ja, wie funktioniert das Ganze? Wie melde ich mich richtig an? Viele haben gar keine Passwörter mehr. Viele arbeiten ja nur noch mit dem Smartphone. Die haben ja schon gar keinen Computer mehr.
So, mit dem Smartphone mal irgendwo hingehen, mal irgendwo ausdrucken, auch das geht ja nicht, wenn man nicht das richtige Programm hat. Auch die Apps funktionieren nicht immer, weil das Gegenstück muss ja auch da sein. Diese Uhr läuft hier über WLAN zum Beispiel. Ja? Das Smartphone hier läuft über WLAN und dann über Bluetooth unterhalten die sich. Ja? Die Uhr sagt mir an, wenn ich zu weit aus dem Range bin. Ja? Ich kann auch mit der Uhr telefonieren. Geht, wirklich. Ich kann mit der Uhr telefonieren. Erstens hört die ganze Welt zu. Zweitens kriege ich einen steifen Arm, wenn ich das dauernd so halte. Also es gibt sehr viel Technik, die ist unlogisch. Es war schön, dass man die Technik hat. Es macht auch Spaß, diese Technik zu haben. Mir macht so vieles Spaß. Aber wenn man uns diesen Spaß ja nimmt, darum geht's ja. YouTube ist auf eine Art ein Spaß, ja? Wie gesagt, es funktioniert. Ist jetzt, wie gesagt, verkauft worden, gehört jetzt der Dachorganisation. Überwiegend sind ja Dächerfirmen, die das Ganze handeln. Ja, wie Webdia zum Beispiel, die hat ja auch ganz viele Unterproduktionsfirmen und so weiter. Mhm. So, die Welt der Erfinder ist nun mal geringfügig. Es wurde sehr viel erfunden, aber Nutzen. YouTube wird nicht richtig genutzt, leider. Es schauen Leute YouTube, ist richtig. Tutorials und so. Ich könnte jetzt auch Tutorials machen früher, aber wenn man das alles schon gemacht hat, dann fragt man sich, ja. Es gibt ja auch das neue zum Beispiel, VK.com. Ist zum Beispiel ein Gegenstück. VK.com ist im Januar 2012 auf den Weg gebracht worden, hat 90 Millionen. Mitglieder mittlerweile. Ich kann auch mal eben gucken, was Facebook hat mittlerweile. Facebook hat 41 Milliarden. 41 Milliarden Menschen, die da irgendwie was machen. Umsatz. Facebook erzielt einen Umsatz von 41 Milliarden. Ja. Hat 2,3 Milliarden monatliche aktive Nutzer. Also 3 Milliarden, sagen wir mal 2 Milliarden sind aktiv. Es gibt 2 Milliarden Websites, 2 Milliarden sind aktiv, also sind effektiv gesehen 2 Milliarden Menschen online. Und wie viele Milliarden sind wir? Richtig. So, in den 50% sind gerade mal 2 Milliarden online, wenn man das so betrachtet. Die Welt hat aber ein bisschen mehr Menschen, ja. Die Welt hat ein bisschen mehr zu bieten. Und ist halt so. Also letztes Jahr hat er 56 Milliarden gemacht, Monsieur Facebook, Zuckerberg. Man kann das ja hier alles, wie gesagt, abrufen. Ich meine, was habe ich davon? Ja, also Instagram gibt es nämlich schon seit 2010. Und Snapchat und wie alles heißt. Wie gesagt, durch das Ganze aufkaufen. AOL, wie gesagt, gibt es ja gar. Oh ja, AOL. Wäre ja mal eine tolle Sache hier zu wissen, was ist mit AOL. AOL, was ist denn damit? Ehemalig. Seht ihr das Wort ehemalig? Ehemalig eine amerikanische Online-Firma, ja? Medienkonzern. In New York saß die. Ja, Tochtergesellschaft von Verizon Communication. Ja, im Jahr 2000. Ist AOL dann sozusagen, komm, sag ich ja, CeBIT 95 ist ja so langsam, wie gesagt, und 1999 ist ja richtig los und dann ging das ja richtig zur Sache. Ne? Also im Jahr 2000 waren 30 Millionen zahlende Mitglieder. Also 95 langsam angefangen, hochgejubelt, ne? Tim Armstrong, keine Ahnung. Ja, also ihr könnt alles, ihr müsst nicht fragen, guckt einfach, dann wisst ihr es. Und wenn alles stimmen sollte, man weiß ja nicht, ob alles stimmt, ich weiß ja auch nicht, wer das da schreibt. Jedenfalls AOL war bis 2009, ja. Tochterunternehmen war MapQuest, CompuServe, Bibley, Inclu und mehr, keine Ahnung, waren also reichlich viele da. Gegründet wurden auch von jungen Leuten, Steve Case, Jim Kinsey, Mark Sheriff, Wilhelm von Meister.
Cool, ne? Wilhelm von Meister. Den kann ich mal anklicken, ob er ein Deutscher ist. Wie ist das ja? Also waren also so jung waren sie nicht. Ja? Die haben ihr Alter. Wilhelm von Meister, so heißt er. Aus dem Englischen übersetzt, Wilhelm von Meister war ein deutscher königlicher Prinz und ein US-amerikanischer Unternehmer, der eine Reihe von Start-up-Unternehmen in Washington DC gegründet und daran teilgenommen hat. Ist wie gesagt aus Wikipedia. Nicht alles so eng sehen bei Wikipedia, da kann auch einiges nicht so richtig stimmen. Es kann stimmen, es kann nicht stimmen, okay? Das ganze World Wide Web kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Und das World Wide Web in der Erneuerung durch Sir Tim, keine Ahnung, Solid sieht ja einigermaßen, gib mal Solid ein, genau. Solid, so heißt es, Solid. Was passiert denn da? So, Solid ist ein Projekt zur Dezentralisierung des World Wide Web. Das World Wide Web soll dezentralisiert werden, das soll alles so gestuckt werden, ja. Das von diesem Erfinder Tim Berners-Lee geleitet wird. Es wird geleitet unter einer sogenannten Foundation. Wie gesagt, da gehöre ich auch zu und deswegen setze ich mich ein für For the Web. Setze ich mich für ein, weil ich es gut finde, diese sogenannte Dezentralisierung. Ich bin dafür, dass das Web einen Vertrag bekommt. Wir diesen Vertrag beinhalten. Jeder Mensch hat einen Vertrag mit diesem Web und kann mit diesem Vertrag des Web arbeiten. Finde ich nicht schlecht. Ja, wie gesagt, in Massachusetts Institute of Technology, MIT, so heißt das ja nochmal, drücke ich mal drauf. Also wie gesagt, die arbeiten seit 15 Jahren jetzt an diesem neuen, ist ja nochmal eine Hochschule, eine große IT-Hochschule, die wie gesagt, Mens et Manus, Geist und Hand, Geist und Hand, das ist denen ihr Motto. Okay. Studiengebühren, wow. Studiengebühren sind 51.832 US-Dollar. Studiengebühr. Wer also am MIT arbeiten möchte, wer da lernen möchte, sollte 51.832 Dollar zur Verfügung haben, um dort ausgebildet zu werden. Ja. Ja, also wie gesagt, die sind da quer am Arbeiten. Also Kofi Annan war da, Benjamin Netanyahu, Salman Khan, Buzz Aldrin war dort und Shirley Ann Jackson. Das sind also schon mal fünf namhafte Personen. Benjamin Netanyahu, Kofi Annan, Salman Khan, Buzz Aldrin, der zum Mond geflogen ist und Shirley Ann Jackson. Also wie gesagt, seit 1960 wurde an den Computern gearbeitet. Die Computer gibt es schon aus dem Jahre 1960. Heute habt ihr halt ein Smartphone. Das ist heute euer Computer, der eine Menge kann. Wie gesagt, geht nicht alles. Ja, mit dem Smartphone kann man nicht irgendwo hingehen und einfach draufdrücken und dann druckt irgendwas. Es muss kompatibel sein. Ich habe hier Sachen, die nennen sich dann Wi-Fi und dann habe ich überhaupt keine Wi-Fi-Verbindung, dann klappt das nicht. Ja? Dann gibt es natürlich Bluetooth. Bluetooth muss sich anwählen, die müssen sich unterhalten und dann können die vielleicht miteinander. Genauso wie die Uhr hier, Bluetooth, wenn das Telefon nicht, dann funktioniert es halt nicht und dann suchen die sich. Und wie gesagt, wenn ich aus einem gewissen Range bin, dann fängt die Uhr an zu piepen, dann weiß ich, ah, ich bin aus dem Range, das Bluetooth funktioniert nicht oder lockt sich woanders ein. Ja. Ja. Wie gesagt, Harvard Universität, Universität of Stanford, Yale Universität, Princeton Universität und die Columbia Universität. Das sind schon mal hochrende Sachen in Amerika. Das kriegt er in jedem Spielfilm mit, wenn die sich freuen, dort angenommen worden zu sein durch ein Stipendium. Wie gesagt, ich muss nichts erklären, wenn ihr, wie gesagt, auf Google geht. Deswegen, warum soll ich euch etwas erklären, was ich seit 40 Jahren weiß, weil ich seit 40 Jahren damit zu tun habe? Ich setze mich an Google und gucke und dann recherchiere ich, in Notfall besorge ich mir Bücher, lese die dann nochmal, auch quer, dann komme ich dahin, wo ich hin will. So, aber naja, so ist es immer. Hallo, Grüße. So, es gibt eine Riesenfrage, sind diese drei technischen Firmen zu mächtig geworden? Will man deswegen
das World Wide Web zerstören oder neu auf den Weg bringen. Ihr wisst, welche drei technischen Mammutunternehmen über alles herrschen. Über diesen ganzen Planeten bis zur ISS zum Beispiel herrschen die. Das ist zum Beispiel Amazon, Facebook und Google. Apple ist da noch gar nicht so, aber Sir Bernard Lee sagt GAFA dazu. Hier heißt es halt AFG oder GAF, ne? Ist halt so. Ja, die Frage ist schon berechtigt. Die Frage ist berechtigt, sind die zu mächtig geworden? Läuft da einiges aus dem Ruder? Dieser Deal jetzt mit diesem Urheberrecht, ob das ein Deal war, weiß ich nicht. Ich konnte ja nur zuhören, was da gesagt wurde, dass da mit dieser Gasleitung von Frankreich nach Deutschland dieser Deal ausgehandelt wurde, dass das Urheberrecht verschärft werden soll. Laut Herrn Voss sind wir ja fein raus an sich. Wir können ja jetzt an sich machen, was wir wollen. Ja, YouTube muss es ja dann bezahlen, was natürlich unfair wäre, ja, als Partner. YouTube ist ja schließlich ein Partner. So, ich würde mich natürlich freuen, wenn YouTube dann beginnt, wie gesagt, die Partnerschaft zu verbriefen. Das heißt also, dass wir Verträge schließen, mit diesen Verträgen dann irgendwas ausgehandelt drinsteht und wir dann arbeiten in dieser Aushandlung. Darum noch einmal, for the web. For the web bedeutet ein Webvertrag. Wenn wir alle einen Webvertrag hätten, dann gäbe es das doch alles gar nicht. Dann gäbe es doch diesen ganzen Ärger doch gar nicht. Das können wir doch auch gar nicht angegriffen werden. Da können wir miteinander umgehen, wie wir wollen, aber ist doch alles in Ordnung. Wenn ihr eine Hass-Triade macht, dann macht ihr eine. Wenn ihr eine Love-Triade macht, dann macht ihr eine. Versteht, was ich meine? Unter Vertrag. Ein Webvertrag, wo wir uns dann vertraglich unterwegs und das machen und die Gelder irgendwie abführen, nicht wir, sondern irgendwie da mit dem Vertragsgeber YouTube oder Google oder wie die da heißen, weil Google stellt ja zum April ein, ja, das Google G Plus verschwindet, die schreiben ja jeden Tag an, die sollen meine Sachen safen, die sollen die löschen, ich brauche das nicht, weil das war noch nie relevant, die können alles löschen und wenn YouTube auch irgendwann sagt, da wir löschen, laut Google wird YouTube nicht gelöscht, ja, da bleibt alles so. Nur der Google wird gelöscht. Google löscht das G+. Das G+ wird gelöscht. Können die ruhig. Habe ich nichts gegen. Weil, wegen Geringfügigkeit. Noch einmal, ich fühle mich nicht wichtig. Ich fühle mich nicht wichtig. Ich bin nur wichtig für meine realen Kunden. Da bin ich auch gerne bereit, die Wichtigkeit, die an mich getragen wird, wie gerade so eben, musste da was gemacht werden, habe ich gemacht. Und der Kunde ist glücklich und kann damit arbeiten. Na? So. Ich habe hier halt nur Maschinen als Arbeitnehmer. Meine Maschinen, die hier stehen, sind meine Arbeitnehmer, die halt hier maschinell die Arbeit machen, was früher Menschen gemacht haben. Das ist aber schon weit über 100 Jahre her, wo das so war. Ja, diese Maschinen machen das jetzt hier, kopieren, schreiben, ne? Wisst ihr ja. Der Computer. Der Computer, die Maschine, die hier arbeitet, wo ein analoger Mensch davor sitzt und die Maschine ist in dem Moment so intelligent wie der User, der bedient, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich habe wie gesagt lang genug, ich habe alles, was ich brauche, ich habe auch alles erfahren, was ich brauche. Ich genieße jetzt erstmal die Zeit, ich genieße erstmal den April, die Convention von Star Wars werde ich genießen. Ich werde den Bau von dem Falken genießen. Ich will hoffen, dass ich nicht zu viele Blasen kriege, da die kleinen Minischrauben da zu machen. Der ist halt so groß wie ein Tisch. Wiegt auch einiges. Also die eine Hälfte wiegt schon. Ja, also ist schon riesig. Jetzt muss ich die andere Hälfte bauen und dann kommt ja das Innenleben noch da rein, die Reuse. Und das, wo man reinschaut, da wo Han Solo, da wo es ab, also da wo die Kulisse auch mittlerweile bei der Convention sein wird, wo die dann an dem sogenannten Schachtisch sitzen, ja, an den Holo-Schachtisch. So, wenn man dann auch wieder bei YouTube reingeht und sich das ansieht, dann sieht man, aha, man kann eine Menge. Man kann eine Menge Elektronik einbauen, man kann Lichter setzen, man kann es verändern, die Mechanik kann man verändern, ja, die ist ja jetzt Gott sei Dank schon dabei, die Reuse geht rauf, geht runter die Rampe, ne? Also die Rampe geht rauf, geht runter, dann die Lichter und dann
könnte man auch Sound einbauen, könnte man. Ich weiß nicht, ob Sound schon dabei ist. Ich habe also reichlich Module, weiß aber nicht, ob das Sound ist. Ich habe noch keinen Lautsprecher gesehen, ohne Lautsprecher geht das schlecht. Wie gesagt, ich hatte Falken hier, die halt also das auch schon alles konnten, aber nicht elektronisch. Da waren lauter Knöpfe, die ich da drücken konnte, Zischgeräusche, Schießgeräusche, ja, all solche Sachen. Ja, das war so ein richtig schön alter Falke aus dem Jahr 1979 und aus dem Jahre 1999. Und jetzt habe ich halt einen brandneuen aus dem Jahre 2018, 17, den Falken von De Augustini aus Metall. Schauen wir mal. Ich werde das zusammensetzen in Ruhe. Ist viel Arbeit und deswegen nach so harter Arbeit schaffe ich das nicht. Mache ich also am Wochenende. Ja, und irgendwann zeige ich ihn euch. Ja. Das war's von mir heute. Ich kann nicht mehr so viel erzählen, weil ich alles jetzt weiß. Ich weiß jetzt alles. Ich habe meinen Spaß gehabt, habe festgestellt, dass da, wie gesagt, eine Menge an Zuschauern sind, die da merkwürdig unterwegs sind, die also auch merkwürdige Sachen da auf den Weg gebracht haben. Muss mal schauen. Ich muss mal schauen, was wird. Wie gesagt, ich freue mich auf den April. Convention, Star Wars. Und dann freue ich mich natürlich auf Dezember, den großen Abschluss, sich zu verabschieden von Star Wars, weil Star Wars dann zu Ende geht. Also jedenfalls Anakin Skywalker, seine Familie, Han Solo, seine Familie sozusagen, Freunde und so weiter. Ob C-3PO, R2-D2, keine Ahnung, ob das irgendwie weitergeht, ob Resistance irgendwie weitergeht, ob Rebels nochmal auferlegt, glaube ich nicht. Wann die Klonkriege weitergehen, weiß man auch nicht. Vielleicht muss man ja wirklich warten, bis Walt Disney mit seinem Disney Plus auf den Markt geht. Auch keine Ahnung, wenn wir Glück haben, auch schon im April. Das werde ich jetzt alles ohne laufende Kamera machen. Danke überhaupt, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ich viel erlernen durfte durch eure Art, wie ihr kommuniziert. Wie gesagt, ich habe die Amerikaner und in die Amerikaner machen mir sehr, sehr viel Spaß. Es macht auch sehr viel Spaß mit den Amerikanern. Also hier weit und breit, in dieser Stadt zum Beispiel, da gibt es natürlich Star Wars, aber nicht so, die outen sich nicht. Ist halt so. Also, macht's gut.